So, ich wollte das Ding weiterbauen. Was denn? Achso, Tunnel. Nee, nicht Tunnel, sondern Abladestation. Genau. So, ich reiß gerade das letzte Haus ab. Jedenfalls das letzte hässliche Haus. Und dann kann man sich austoben. So. Du, 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 du. Und ich muss mir die Picke wiederholen. Ich hab keine Ahnung mit. Wie oft wurden der Zuckerrohr hier schon abgeerntet? Das ist ganz übelst wenig in der Kiste. Ich glaube, den haben wir zu Büchern oder zu anderen umgecraftet. Oder vertradet. Wir haben nicht mal einen, oder? Doch, glaube schon. Hä? Nee, der Bibliothekar will nur Bücherregale. Stimmt. Außer du hast Bücherregale gebaut. Ja, ja, habe ich nicht. Ich gebe dir die Pickel gleich wieder. Ich will hier einmal den Rand noch eben machen. Jupp. Du kannst hier bleiben direkt. Ja, ich bleib nur kurz im Inventar in die Baukiste raus. Sofern das da noch Platz findet. Was natürlich nicht der Fall ist. Hinten setze ich jetzt einfach noch Cobblestone hin. Sieht ja keiner. So, ich mach kurz gemutet. Ich hoffe, dass euch vorab klappt auch. Ich schau's mal von einer an, ob es klappt. Rot, das. Da muss ich mal eben gerade aufspringen. Das. Das. Wenn du nachdem du die Zigarette ausmachst, so ein paar Minuten später merkst, warte mal, dein Aschenbecher qualmt. Ja gut. Und zwar nicht dieses Zigarettenrauchqualmende, sondern so wirklich feuermäßig qualmen. Ja, es ja gut. So eine Probleme habe ich ja zum Glück nicht. Da schmeißt die Kippe einfach raus. Nee, ich rauche nur am Fenster und dort habe ich immer ein leeres Gurkenglas oder eine leere Dose stehen mit Wasser drin. Der Zombie hat ja mal so gar keine Chance. Boing! Boing! Tot. 1, 2, 3, 4. Darko, kommst du nochmal runter? 4. Ja, zum Glück. Setzen wir hier nochmal eine Power Rail hin. Sicher. Kannst du die Dinger da alle, die Dinger, die jetzt noch so in der Luft hängen, alle nehmen und um einen nach unten versetzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gibt's ja eigentlich noch einen Metzger? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, aber gibt's den noch als Villager? Ja. Okay. Dafür brauchen wir einen Smoker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da kommt das hier hin. Ja, und ich fahre jetzt zurück. So. So. Hier eigentlich auch noch klappen. Ne, schade. Puh.
Die Kiste, irgendwo hat man noch da eine Kiste. Das war der Part. Ich fahr grad zurück, ich kann nicht. Und da ist glaube ich auch in der Mine. Ich kann auch nicht schlafen. Also. Dann da oben raus. Ich hoffe, das kriege ich so hin. Fährt hier so dann da ein Hopper und da eine Kiste, da die nächste und da eine. Eigentlich ist das System bereit zur Erprobung, sonst baue ich das Minecraft vorher schon schnell ab. Du kannst nicht bis durchfahren. Du hältst mitten im Haus an, weil da die Schiene unterbrochen ist. Ach so. So, jetzt ist es aber geplant. Ich bin noch nicht da. Ja, ich kann mich ja trotzdem mal ins Bett legen. So, die Villager haben sich auch schon vermehrt. Nachdem wir das Problem gefunden haben, warum sie sich nicht vermehren wollten. Die haben einfach Sex gemacht. Trauen sich ja was. Kleines Abstellgleisbord, Alk. Ja, ja. Mal ins Bett. Mal aufklären. Es gab ja erst das Problem mit, dass sie die Brote nicht aufhebten. Und danach haben sie sich immer noch nicht vermehrt und da habe ich einfach mal den Boden ein tiefer gesetzt und jetzt haben sie sich vermehrt. Würde C. Der Darko bitte ein Hopper. Zwei Hopper mitbringen, wenn das geht. Was? Zwei Hopper? Zwei Hopper, ja. Alter, ist das hier eine Party, was die gerade machen? Hä? Ich hab kein Holz. Ey! Der macht meine Tür kaputt, dieser Arsch. Ich weiß nicht, wer es jetzt gerade mit wem hier getan hat. Ja, solange es keine Geschwister sind, die es miteinander machen, alles gut. Nee, die Kleinen sind noch nicht ausgewachsen, aber ich glaube, es wird oft kurz oder lang hier so enden. Da ist nicht mehr so viel drin. So. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, können wir jetzt gerade unten 24 Dorfwohner haben. Danke. Was halt eine gute Menge ist, meiner Meinung nach. Mehr auch erstmal nicht, oder? Nee, mehr brauche ich erstmal nicht. Zumal wir könnten später auch einfach auf der Hinterseite des Raums nochmal eine Schleuse machen mit einer Minecart-Strecke, wo wir die Villager dann rausboxieren und die dann zum Beispiel bei uns ins Dorf oder bei uns in die Stadt abbringen. Zu uns rüber, wenn wir zum Beispiel hier in den Manding Village oder so uns hochzüchten. Ja. Shit, ich muss das ein bisschen umbauen. Eigentlich wäre der beste Bibliothekar ja wirklich einer, der Papier oder Bücher tradet, oder? Damit man schnell das Level erhöhen kann. Naja. Weil der jetzige, da musst du ja tausende Sharpness 5 Bücher kaufen, um überhaupt ein Level abzukriegen. Naja, nicht wirklich. So. Sieh dir an, wie viele wir schon gekauft haben. Oder wie viele Punkte das sind. Ah
Nee, da wird man ja automatisch rausgekickt. Das ist gut. So. Das da und das da. Oh. Und das dorthin, das dorthin. Ich brauche doch noch mal einen Hopper. Aber die mache ich mir dann schnell selber. Die Bibliothek hat jetzt schon ein halbes Level ab und ich habe noch nicht ein Sharpness Buch getradet. Also, ja, aber hey, tradest du die ganze Zeit Bücherregale oder warum? Ja. Ich und meine Kistenordnung. Wieso? Ich finde eigentlich, du hast eine relativ gute. Ja, bloß wenn immer da was Falsches dazwischen ist, dann. Prost Mahlzeit. Das gefällt mir dann auch wieder nie. Das und das, dann die Erde. Vor allem, ich sortiere hier gerade halt ernsthaft den ganzen Spaß. Und die Kisten ein von. Ich weiß unten. So, da wollen wir doch mal gucken. Kommt so ein Ding eigentlich bis da hoch? Nee. Da muss mehr Power. Ich habe die falschen Dinger gesetzt, ich Dulli. Mann, diese Activator-Rates, die kotzen mich an. Warum hast du die immer im Inventar? Ja. Tu sie einfach mal raus, so. Sind sie jetzt auch. Ich muss halt gucken, ob das Ding bis da hochkommt. Und ja, nice. Einfach so getestet oder schon voll beladen? Nö, erstmal nur so getestet. Ich werde aber unten vorsichtshalber noch ein paar mehr Aktivierungsrates setzen. Sicher ist sicher. Geht das hier, wenn ich das so mache? Ja, das denke ich mal wird ausreichen hier. Das nicht, das muss bleiben. So, also da kommen sie auf jeden Fall bis hoch. So, nice. Hinten eine Fackel setzen, damit nichts passiert. Ja, also hier und so, Pferderiderich. 1, 2, machen wir noch welche davon. Dahin, dahin und dahin. Nur noch schnell einen Hopper machen. Also die Kartstrecke ist jetzt fertig. Nice. Kann komplett genutzt werden. Das, das und das und das. Ah, wow, da fehlt was. Was willst du eigentlich jetzt erstmal machen? Erstmal die Mobfarm oder? Stimmt, die ist ja auch noch nicht ganz fertig. Muss ich mir gleich angucken. Ich will dann erst mal ins Dorf fahren. Weil wenn ihr schon tradet, dann will ich auch mal eine Runde traden. Das wäre ja sonst ein bisschen. Die Dorfhunde mal auf ein vernünftiges Level zu bringen, dass man vernünftig da was machen kann.
wäre ja sonst für mich irgendwie unfair. Ich würde die ganze Zeit Timelapse-Videos, wo ich den Gang baue und Ende vom Lied ist, ich komme nicht zum Traden. Und ich bin ein Idiot. Das brauchst du nicht sagen, das wissen wir. Na, rate mal, was mir passiert ist. Ich habe das Minecraft gesetzt, habe mich reingesetzt, bin in die falsche Richtung gefahren und... Darko. Haha, sage ich dazu nur. Hatte nicht mehr wirklich viel Leben. Du bist gestorben? Nö. Aber hatte nur 3 oder 4 Herzen. Ja, geht doch noch. Das geht doch noch. Kisten da rein, der eine Kabel dahin. So, ich brauche ein paar Liter. Wie viel haben wir hier unten? 37 habe ich da drinne. Schieß mich tot. Eine dumme Kannst Frage. Jemand rohen Fisch, also rohen Kabeljau? Nicht mehr, ich brate den immer gleich. Sonst, wenn du den voranbringen willst, dann mach doch mit Kohle. Ich crafte mir mal ein normales Minecart. Weil wir haben beim Dorf gerade keins. Ich hab meins immer in der Tasche. Da willst du den jetzt behalten, diesen Fisherman? Ja. Es ist doch super praktisch, wenn einer an der AFK-Farm steht für die Angel, alleine AFK-Angel. Ja, ich frag mich nur, ob es halt noch einen besseren gegeben hätte, darum freue ich so. Für mich bist du sowieso neben der Kartstrecke, wohl bemerkt. Hä? Was ist los? Bei mir bist du neben der eigentlichen Strecke gefahren. Ja, läuft. Darum dachte ich, du läufst. Nee, fahr. Ich glaube, ich werde da was verzaubern. Schau dir gerne mal die Bücher an. Da habe ich einige Protection-Bücher und Projektil-Protection-Bücher reingetan. Ja, mache ich gleich. Falls du die brauchst. Das hier war nix. Davon CO2 bau bitte 2 Elevator, das nervt mich mit der Leiter. Ich weiß, ich hab weder Wolle, ich hab noch Enderman, Enderperlen. Die hab ich auch genug, ich hab nur keine Wolle. Luck of C3. Ich hab keins von beiden. Breaking brauch ich da. Dann fahren Wolle, nehmen wir bei mir die Dinger und ja. Ach komm, scheiß drauf. Ich hab so viel Dias. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Der baut sich jetzt 2 Picken. Geh mal aufs Ganze. Ja, ich hab so viele Level. Aber du hast doch schon eine gute Picken, dachte ich. Ja, vielleicht krieg ich jetzt noch eine, wo Mending drauf ist. Wenn du die kriegst, dann raste ich aus. Ich bin gerade mit Level 37 auf dem Weg dahin, also. Können wir schlafen? Ich bin gerade auf dem Weg zum Dingshaus. Das hättest du ein paar Sekunden vorher sagen müssen. Setz dir da bitte endlich mal ein Bett. Du hast hier, allein in der Villager Farm hast du 35 geführte Betten. Und bei dir zu Hause hast du keins, oder wie? Ja, weil meins in der Villager Farm steht. Power, Piercing. Knockback, Projektil Protection, das, ey. Wobei, das Projektil Protection habe ich auch schon immer auf Level 1. Das würde ich mir rausmopsen. Lapis ist da. Das Schwert würde Knockback 2 kriegen. Die Angel nur 2, fick dich. Fortune 2 auf eine Picke. CO2 kannst du sonst kurz liegen? Sofort. Ja. Ich lieg super ungern im Liegen. Fire Protection 3 auf die Boots. Verständlicherweise.
Du musst aber einmal zum Bett und wieder rein. Ja, kannst. Fire Protection 3, Unbreaking 3. Der ist aber neu. Der ist auch neu. Ach, du hast ja einige neue Berufe jetzt reingetan, oder? Ja, und dann sind auch einige wahrscheinlich schon groß geworden. Ja, hier sind bei mir nur Partikel ohne Partikel. Also die brüten und vermehren sich, keine Ahnung, wie Ratten. Wie kann Nickel? Oh. Hallöchen. Also, ich hab jetzt Protection. Scheiße. Das war ein Fehler. Hast du alle Bücher? Warte mal ganz kurz. Fire Protection, Blast Protection, Protection, Projektil Protection. Nice. Protection 2 auf dem Helm. Fire Protection Unbreaking 3 auf der Chestplate, Blast Protection 3 auf den Leggings und Projektil Protection 3 auf den Boots. Was soll ich sagen? Ich habe nur ein Buch hier rausgenommen aus dem Ding. Warte mal, hast du alle Protection-Arten auf der Rüstung? Ja. Oh. Noch eine Unbreaking 3 Efficiency 3 Picke und eine Unbreaking. Mir fehlt immer noch mein Blast Protection. Und eine Unbreaking. Und eine die Bücher waren hier drinne. Ich habe hier nur ein einziges rausgenommen. Hier in die Kiste, wo Lapis und Bücher drauf steht, letztes Mal anderthalb Stacks Bücher reingelegt oder so. Die habe ich nicht rausgenommen. Hey, ich habe noch 53 im Inventar. Scheiße. Ich komme zurück. Jetzt noch schnell die Angel mit der. Das sieht man aber mit dem Lapis genauso immer wieder. Sie machen und dann. Also, ich brauche auf die eine Angel jetzt gleich nur noch Mending. Und dann kann ich rohen Fisch über. Bücher angeln. Rohen Fisch. Einmal 56. Jetzt weiß ich, angel doch kurz. Die hast du ja schnell in 5 Minuten. Komm, musst du herkommen. Ganz hoch. Hier, das da und das da. Kann ein bisschen helfen, Dings. 15 Level, 11 Level. Luck of C3, Unbreaking 3 läuft. Wenn du traden willst, nimm der Mango Rotten Flash mit. Ja. Ja, muss ich gucken. Pick Efficiency 3 Unbreaking, 3 Efficiency Unbreaking, Silk Touch, Efficiency 4. Das Schwert hat nichts bekommen. Jetzt muss ich kurz meine Sachen hier reparieren. Dann dürfte ich eigentlich erstmal wieder ein bisschen safe sein von den ganzen Mobs. Drei Level. Ja, aber hey, dein Safe sein hat sich doch nie verändert. Du läufst ja mit einer anderen Rüstung rum, als du verzauberst. Nee, ich renne mit der rum, die ich jetzt verzaubert habe. Also vorher war sie ja nicht verzaubert, oder? Genau. Ach, okay. Ja, wenn ich schon alle drei Schutzsachen habe, dann renne ich doch auch mit der jetzt direkt rum. Ja, klar. Und ich habe jetzt endlich einen Luck of the C3 am Breaking 3 Angel. Das heißt, ich brauche nur noch Mending drauf und dann bin ich zufrieden. Ja, wenn wir Glück haben, haben wir bald einen Mending Villager. Ben. Ist jetzt schon Dings gemacht worden dort? Fahrstuhl gesetzt? Nee. Ich hab genug Enderperlen, aber keine Wolle. Hast du Enderperlen im Inventar? Nein, in der Kiste. Nimmst du die Enderperlen mit, Ike? Ich hab eine Schere im Inventar, kann ich eben versuchen, Wolle zu besorgen. Weil ja, ich weiß, ja, mach. Wenn dort Schafe sind. Mach das. Also bei dem jetzigen Verkehr hier auf der Schiene brauchen wir fast 2 Strecken. Ich habe nämlich CO2 gesehen, ich bin schnell ausgestiegen. Aber ich baue dort nicht nochmal eine zweite Seite. Also was heißt eine zweite? Wir müssen dann in der Mitte abbauen und links und rechts jeweils hinsetzen. Ja. Und da braucht man nicht mal die Redstone-Blöcke umsetzen, weil die bepowern trotzdem die Rails dann. Aber ich mache mir den Spaß nicht nochmal. So kompliziert ist das ja nicht. Ne, dann setz dich doch hin. Habe ich ja bei der ersten auch.
Und bei der zweiten, wenn ich fertig wird. Ich setze zwischendrin, baue ich ein paar Fackeln ab und dann viel Spaß. Ja gut, das ist ja nicht mein Verschulden. Dieser Leiter ist so lang. Musst du aber auch wieder abbauen, ne? Ach, jetzt habe ich vergessen, da unten noch einen Hopper reinzusetzen, siehst du? Egal.